Freunde, willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's, der Alex. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute ein super, super wichtiges Video für alle Online-Händler, denn seit dem EU-Mehrwertsteuerreform wurde das One-Stop-Shop-Verfahren beschlossen, was ab dem 1. Juli dieses Jahres gelten soll. Was genau das One-Stop-Shop-Verfahren ist, ob es auch dich als Händler betrifft und wie du davon profitieren kannst und Kosten sparen kannst, das erfährst du in diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Viel Spaß bei dem Video. Wie angekündigt, möchte ich heute über das One-Stop-Shop-Verfahren sprechen, was ja ab dem 1.7.2021 in Kraft treten soll. Ich habe für euch eine kleine Präsentation vorbereitet, in der ich euch erklären möchte, was genau ist das One-Stop-Shop-Verfahren, wen betrifft es vielleicht dich als Händler und wie nimmst du daran teil. Natürlich bin ich kein Steuerberater, dementsprechend kann ich dir nicht garantieren, dass diese Präsentation vollständig und korrekt ist. Wenn du genau Informationen vor allem für deinen Fall haben möchtest, dann setze dich mit einem Steuerberater in Verbindung, der wird dir da genaue Informationen für dich geben können. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren vielleicht solche Themen wie auch das Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, dann abonniere doch gerne diesen Kanal, drücke auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch, das motiviert mich, viele weitere Videos für dich zu machen und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. So Freunde, ich beginne mit der Präsentation und ich habe diese wie folgt für euch gegliedert. Welche Regelungen galten bislang innerhalb der EU? Was ändert sich dementsprechend ab dem 1.7.2021? Wer ist von der neuen Regel betroffen? Welche Vorteile bietet das OSS-Verfahren, wenn du es anwenden möchtest? Was musst du beim OSS-Verfahren beachten? In welchen Fällen gilt das OSS-Verfahren nicht? Wie erfolgt die Teilnahme am OSS-Verfahren? Und welche Pflichten und Fristen musst du einhalten? So, diese Regel galt bislang. Das heißt, wenn du ins EU-Ausland verkauft hast, gab es für jedes EU-Land verschiedene Lieferschwellen. In den meisten Fällen waren das 35.000 Euro netto jährlich, wie auch in diesem Beispiel für Frankreich. Wenn du unter den 35.000 Euro geblieben bist, hast du nichts beachten müssen. Dementsprechend hast du ganz normal ins Ausland verkauft mit dem normalen 19% Mehrwertsteuersatz, der ja für Deutschland gilt, und hast, wie gesagt, nichts beachten müssen. Sobald du aber über 35.000 Euro netto gekommen bist pro Jahr, hast du dich für das jeweilige Land anmelden müssen, und zwar umsatzsteuerpflichtig melden müssen und die Mehrwertsteuer oder Umsatzsteuer in das jeweilige Land abführen müssen, mit dem Prozentsatz, der für dieses jeweilige Land gilt, in dem Falle 20% Frankreich. Das musstest du auch auf deinen Rechnungen ausweisen, nicht mehr 19, sondern 20% dementsprechend. So, das gilt jetzt bislang immer noch. Ab dem 1.7. ist es nun so, dass diese Lieferschwellen für alle Länder wegfallen und eine einheitliche Lieferschwelle von 10.000 Euro gesamt für alle EU-Staaten gilt. Das heißt, ich habe lange darüber im Internet geschaut, ob das denn jetzt wirklich 10.000 Euro für jedes Land ist. Nein, es ist tatsächlich für alle Länder gesamt. Und da sollten die meisten Händler, wenn sie ins EU-Ausland verkaufen, schnell betroffen sein, weil 10.000 Euro ist schnell erreicht. Dementsprechend musst du dich für eins der Verfahren jetzt anmelden und entscheiden. Entweder du entscheidest dich für das jeweilige Land steuerlich zu registrieren, das heißt, du registrierst dich da und musst diese Abgaben, Mehrwertsteuerabgaben in das jeweilige Land mit dem jeweiligen Prozentsatz abgeben. Da kann ich dir aber direkt sagen, das ist sehr, sehr zeitintensiv und kostenintensiv natürlich dementsprechend. Es gibt die Alternative, dieses OSS-Verfahren, wofür du dich anmelden kannst, und das ist sehr einfach und leicht, wie wir das gleich auch sehen werden. So, also wer von der Regel betroffen ist, habe ich ja schon vorausgesagt, und zwar alle Händler, die an Privatpersonen, beachte Privatpersonen, für B2B-Handel von Deutschland ins Ausland gilt schon wieder andere Regeln. Da ist das eine innergemeinschaftliche Lieferung. Wenn du da Informationen haben möchtest, dann kannst du da auch mit deinem Steuerberater sprechen. Es geht hier um Privatpersonen ins Ausland, wenn du diese belieferst mit Waren. Und natürlich diese 10.000 Euro Geringfügigkeitsschwelle überschreitest,
dann bist du dementsprechend schon von der neuen Regel betroffen und kannst dich für das OSS-Verfahren anmelden. Das OSS-Verfahren ist keine Pflicht. Du kannst, wie gesagt, das andere nehmen und zwar für das jeweilige Land. Vielleicht verkaufst du ja nur nach Frankreich und du bleibst quasi unter den 10.000 Euro. Dann musst du erstmal nichts machen. Solltest du über 10.000 Euro kommen, dann musst du natürlich auch in Frankreich dich steuerpflichtig anmelden. Aber ich sage mal so, auch bei einem Land lohnt sich schon das OSS-Verfahren und dementsprechend ist es sehr komfortabel. Warum wird in dieser Folie klar? Du bist quasi hier der deutsche Händler und nimmst an dem OSS-Verfahren teil. Dann meldest du dem Bundeszentralamt für Steuern, der das Ganze regelt, die Umsätze, die du ins Ausland gemacht hast und dementsprechend wird das Bundeszentralamt für Steuern deine Umsätze in das jeweilige Land mit dem jeweiligen Prozentsatz abführen. Dementsprechend hast du keine aufwendigen Registrierungen für jedes einzelne Land. Dementsprechend musst du auch teilweise Vertreter haben, die da für dich sitzen und das Ganze machen, denn da gibt es ja auch eine gewisse Sprachbarriere, die da auch stattfindet. Und nicht jeder ist der Sprache mächtig und wenn man Englisch kommunizieren möchte, dann könnte das auch problematisch werden. Ja? Und dementsprechend ist das Ganze super, super einfach zu steuern und dementsprechend auch für viele Händler ganz einfach dieses OSS-Verfahren anzuwenden. So, was musst du nun beim OSS-Verfahren beachten? Die Rechnungen müssen die Umsatzsteuer der jeweiligen Länder enthalten, natürlich. Sobald du ins Ausland verkaufst, muss auf der Rechnung der jeweilige Prozentsatz der Umsatzsteuer stehen. So, fristgerechte Abgaben der Steuererklärung an das Bundeszentralamt für Steuern. Und zwar läuft das Ganze quartalweise. Wir gucken uns gleich nochmal ein Beispiel an. Die im Verfahren One-Stop-Shop erklärten Steuerbeträge müssen überwiesen werden. Ja? Warum überwiesen? Weil kein Lastschriftmandat möglich ist. Ja, das steht so auf der offiziellen Seite. Ich packe euch die Links auch gerne unten in die Beschreibung von dem Bundeszentralamt für Steuern, wo das Ganze nochmal genau erklärt ist. So, das heißt, du musst das Ganze überweisen. In Sonderfällen gilt das OSS-Verfahren nicht. Ja, man kann zum Beispiel nicht in EU-Drittländer das Ganze machen und anwenden. Das heißt, sobald du irgendwie nach Russland beispielsweise Waren verschickst, gilt das nicht. Da musst du dementsprechend dich da auch definitiv anmelden in dem jeweiligen Land, um da die Umsatzsteuer abzuführen. Auch für viele wichtig FBA, Amazon, Fulfillment Service. Wenn du da dran teilnimmst, ist es auch super wichtig zu wissen, wo sind die Lager bzw. wo wird deine Ware eingelagert. Sobald die im Ausland ist, ist auch hier das Ganze problematisch und kann nicht mit dem OSS-Verfahren gemacht werden. Aber auch das Dropshipping-Verfahren, wie es viele per Shopify machen, auch hier ist es so, dass das Ganze nicht so einfach ist, weil die Waren ja teilweise im Ausland sind und auch ins Ausland versendet werden. Dementsprechend auch hier ist das OSS-Verfahren nicht anzuwenden. Wie erfolgt nun die Teilnahme? Du musst dich einfach registrieren im Online-Portal des Bundeszentralamts für Steuern. Da ist es erforderlich. Mach das am besten über deinen Steuerberater, der das für dich gerne macht. Ich habe das selber, wie gesagt, auch nicht persönlich gemacht, deshalb kann ich da auch nicht viel zeigen, wie man da sich registriert. Dennoch habe ich den Link unten in die Beschreibung gepackt, kannst du dir gerne anschauen. Nach der Anmeldung und der Teilnahme am OSS-Verfahren bindest du dich als Unternehmer für 2 Jahre an diesem Verfahren. Super wichtig, das heißt, sobald du an dem Verfahren dran teilnimmst, 2 Jahre. Natürlich, wenn dein Unternehmen jetzt irgendwie nicht mehr läuft und du das Ganze beenden möchtest und dein Unternehmen auflösen möchtest, dann wird diese Regel natürlich als Sonderregel vorab aufgelöst. Aber solange du Unternehmer bleibst und gewerblich tätig bist, ist das Ganze für dich 2 Jahre bindend. Danach kannst du dich nochmal entscheiden, ob du jetzt unter den 10.000 Euro Lieferschwelle bleibst. Dann brauchst du nämlich daran nicht mehr teilnehmen. So, beachte unbedingt diese Pflichten und Fristen. Registrierung ist bis zu dem 30.06. Pflicht, ja, wenn du an dem Verfahren teilnehmen möchtest, OSS. Ansonsten musst du dich eben bei den jeweiligen Ländern anmelden. Und das, wie gesagt, ist kostenintensiver und dementsprechend auch zeitintensiver.
Anmeldung und Zahlung der Umsatzsteuer vor dem Ende des auf den Besteuerungszeitraum folgenden Monats. Das ist auch sehr wichtig. Das ist eine Frist, dass du die Abgaben rechtzeitig machst und dementsprechend auch die Zahlung rechtzeitig tätigst. Das Ganze läuft, wie gesagt, quartalweise. Wenn zum Beispiel jetzt ab dem 1.7. das Ganze für dich auch beginnt, dann musst du für den dritten Quartal das Ganze vor dem 31.10. erledigt haben. Sonst gibt es da Strafzinsen und vieles weitere, also dementsprechend Ärger. So, und ja, da sind wir schon am Ende. Wenn du noch Fragen hast, dann gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich versuche das so weit wie möglich zu beantworten und dir da Hilfestellung zu geben. Ansonsten freue ich mich, wenn dir das Video sehr informativ war. Gib mir dazu gerne einen Daumen hoch. Es freut mich immer und motiviert mich, viele weitere Videos für euch zu machen. Wenn du noch nicht abonniert bist, dann abonniere gerne diesen Kanal. Ich gebe hier solche Informationen, aber auch viele andere Informationen in Bezug auf Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay. Und dementsprechend helfe ich hier auch gerne weiter. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Wünsche dir bis dahin viel Erfolg beim Verkaufen und alles Gute. Bis zum nächsten Video. Ciao.